Wunderschönen Abend, liebe From-Software-Freunde. Zurzeit arbeite ich an einer neuen Videoreihe, die was hier im Paris dreht. Wieder mal, ja, denn dieses Mal möchte ich euch zeigen, welche Gegner man alle parieren kann. Und zwar in allen From-Software-Spielen. Welche Gegner kann man alle in Dark Souls parieren? Welche Gegner kann man alle in Dark Souls 3 parieren? In Elden Ring und so weiter und so fort. Und aktuell bin ich da gerade an meiner Dark Souls 3 Session dran und hab drei Gegnertypen entdeckt, wo ich selbst nicht gewusst hab, dass man die parieren kann. Und ich hab nicht schlecht gestaunt, wie der Parry durchging. Und den möchte ich euch einfach jetzt präsentieren. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gewusst habt, dass man diese Gegner in Dark Souls 3 parieren kann. Auf Platz 3 haben wir die depperten Sumpf-Oma-Hexen. Ich hasse, by the way, die depperten Sumpf-Oma-Hexen. Die haben mir seit 2016 das Leben zur Hölle gemacht. Und hätte ich gewusst, dass man die parieren kann, dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Warum habe ich geglaubt, dass man die nicht parieren kann? Weil die keine Waffe in der Hand haben. Die haben ein Kreuz am Bugel, mehr nicht. Aber schaut euch das bitte an. Man kann die depperten Sumpf-Oma-Hexen parieren. Aus technischen Gründen anscheinend. Also ich finde das so arg und ich hätte nie damit gerechnet und ich habe nicht schlecht gestaunt. Auf Platz 2, da haben wir aus der Ring City diese Gatsch-Viecher da. Na, die sind richtig übel, die machen richtig krassen Schaden und diese Beschwörer, die kann man tatsächlich parieren. Und ich hab das nicht gewusst. Ich hab die einfach immer mit dem Schwert zusammengehaut. Schwert in die Goschen ist nämlich oft besser als parieren. Aber diesmal habe ich es probiert und siehe da, es funktioniert. Dass man die Gegner parieren kann, hätte nie gedacht und war eine nette Überraschung. Aber Platz 1 wird euch umhauen. Freunde, man kann die Krebserl parieren. Und ich bin da heute erst drauf gekommen. In ein Spiel, wo ich seit 2016 alles und jeden pariere, bin ich heute drauf gekommen, dass man die depperten Krebserl parieren kann. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich meine, wie? Wie geht das? Der Krebs hat eine große Hand, oder wie das heißt. Der hat nichts in der Hand. Der hat nur eine Hand in der Hand. Ja? Wie sollst du denn das parieren? Ich bin hingegangen, weil ich jeden Gegner aktuell abgehe. Und siehe da, man kann ihn parieren. Unfassbar. Habt ihr das gewusst, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Das waren drei Gegnertypen, wo ich absolut nicht gewusst habe, dass man die parieren kann. Man kann es aber parieren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich werde in Zukunft so kleine weitere Einblicke geben aus den anderen Spiele. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch einen schönen Abend. Morgen oder übermorgen kommt dieses große Parry-Video. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. In diesem Sinne, euer Jack FromSoft.